is how we end up. Shades of blue and gray. Bang! Guten Morgen, Leute, guten Morgen, YouTube. Wir haben 5.30 Uhr. Gute Golfer müssen leider immer früh aufstehen. Ich bin zwar heute nicht am Spielen, aber heute geht's mit zwei Jugendmannschaften, mit den Mädchen, mit den AK-18 Mädchen und den AK-18 Jungs nach Dillenburg, das ist in Hessen, zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft Qualifikation Jugend. Und werde ich mal sehen, ob ich vielleicht ein bisschen vloggen kann. Ich habe hier den kleinen Apparat, den DJI Osmo Pocket dabei. Der ist natürlich eigentlich ideal dafür geeignet, weil er nicht so aufträgt. Und schauen wir mal, was wir da für Impressionen für euch einfangen können. Hier bei mir geht gerade, ich sitze hier auf meinem kleinen Balkon, hier geht die Sonne gerade auf. Ich habe mir einen VW-Bus von einem Freund ausgeliehen, wo ich die Jungs und Mädels teilweise alle reinkriege. Es werden mich noch ein paar Eltern begleiten. Und ich denke mal, heute wird es richtig heiß, 30 Grad. Das wird ein heißer Golftag. Und mal sehen, wie die Jungs und die Mädels performen. Ich bin schon gespannt. Jetzt gibt es aber erstmal einen Kaffee. Und wir sehen uns dann gleich auf der Fahrt dahin nach Dillenburg über den Westerwald mit hoffentlich ein paar schönen Bildern wieder. Und dann später im Golfclub. Bis später. Ciao. So Leute, sind wir hier auch schon am Treffpunkt beim Edeka und hier seht ihr schon auch den Bus, den ich da vom Klaus zur Verfügung gestellt bekommen habe. Nochmal vielen Dank an Klaus von der Firma HB Protective Wear und ich hoffe, da kriege ich auch alle Kinder mit dem Golfgepäck rein. Ich bin ein bisschen früher, wir treffen uns in 10 Minuten, also kann ich noch ein bisschen relaxen. Dann ab Golfclub Dillenburg ins Navi eingegeben und dann geht es quer über den Westerwald. Und da gibt es bestimmt ein paar schöne Aufnahmen, die ich während der Fahrt machen kann. Ich habe mir so einen Clip da geholt, den kann ich dann schön vorne am Armaturenbrett befestigen und kann dann schön in Ruhe ein bisschen die Fahrtstrecke aufzeichnen. Bis gleich. How we end up, the game is set to play. Every day remains the same now. One decision we obey. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am more derailed, derailed. Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. Baila hasta que la noche se acabe, bailamos al side. Canción. Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos. Estamos para disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más atreve. La envidia de todas las mujeres. Está soltera y también como lo mueve. Esa cosa sí que tiene poderes. Mami, tiene lo que ningún.
ninguna chica tiene tanto flow que no se compara en niveles. Mi modelo de ti tengo 10,000 carteles. Eres icy, espero que no me congeles. Paso a paso demuestro lo que ella tiene. Sin reposo te baila tranquila y reggae. Por si acaso le muestro lo que tiene el nene. Lo que quiero, mami, solo que lo ordene. Baila hasta que la noche se acabe. Bailamos salsa y reggaeton. Hermosa y a tu cuerpo lo sabe. Que bailas con esa pasión. Si lo haces como eso lo mueves. Yo me imagino eso en acción. Chica, sé que tú tienes la clave. Baila conmigo esta canción. Bin ich schon im Golfplatz hier angekommen. Ich habe mich mal in so eine windstille Ecke verzogen. Leider ist es ein bisschen am Winden, deshalb weiß ich nicht, wie der Ton hier bei dem Osmo Pocket ist. Aber ich denke mal, du kannst einigermaßen hören, sonst musst du es mir nachsehen. Die Mädels und die Jungs sind alle gestartet. Am ersten Abschlag hat alles ganz gut geklappt. Ich stehe jetzt gerade an Abschlag 10. Da haben wir ein bisschen Verpflegung hingebracht, ein bisschen Wasser, weil es doch mittlerweile schon recht heiß ist. Ich gehe jetzt mal auf den Platz und filme euch ein paar schöne Impressionen. Mal zum Modus hier. Die Mädels und die Jungs spielen, also die Mädels spielen in einem Viererteam. Vier Spielerinnen. Davon werden drei gewertet, Zählspiel brutto. Und die Jungs spielen mit sechs. Davon werden fünf gewertet, Zählspiel brutto. Und die besten sechs Mädchenmannschaften in ganz Rheinland-Pfalz, es sind noch überall anders Turniere, qualifizieren sich für die deutsche DMM-Finalrunde in Waldeck. Und bei den Jungs qualifizieren sich die besten 10 Mannschaften. Das wird knapp, also muss ich mal gucken, wie sie spielen. Bei den Mädels kommt auch drauf an, wenn alle ihr Handicap spielen, dann wäre es durchaus möglich, sich zu qualifizieren. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen auf die anderen Golfplätze an, wo da wieder gespielt wird. Aber das werden wir sehen. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal, ihr seht hier im Hintergrund, das ist die 11. Bahn. Ich gehe jetzt mal die 11 hoch und dann oben mal auf den Platz und guck mal, was die Jungs und Mädels so am Zaubern sind. Und danach gönne ich mir mein Eis. You.
from a distance I can, so beautiful. I can hear you within the silence. Ooh. So Leute, ich habe es geschafft, beide Mannschaften sind reingekommen und ich habe echt erfreuliche Nachrichten. Die Mädels haben den ersten Platz gemacht und die Jungs haben den dritten Platz gemacht. Das hier bei diesem Turnier, was wirklich sehr toll ist. Damit haben sie sich echt gesteigert vom letzten Jahr, fünften oder sechsten Platz auf den dritten. Und die Mädels sind sogar Erster geworden. Und jetzt bin ich sozusagen platt. Wir haben jetzt 17 Uhr, ich bin seit 12 Stunden auf dem Bein hier für Golf und wir fahren jetzt noch zurück, ungefähr anderthalb Stunden nach Neuwied. Dann bringe ich den Bus noch weg, dann geht es ab nach Hause und dann lege ich die Beine hoch und glaubt mir, was ich heute Abend gucke, ein bisschen PGA-Tour, weil Martin Keimer führt da nämlich auch ein ziemlich wichtiges Turnier an, das lasse ich mir auch nicht entgehen. Und wenn euch der Vlog hier gefallen hat, wirklich nur eine kleine Impression, ein paar Aufnahmen von hier, so viel Zeit hatte ich nicht, dann lasst ein Like, lasst ein Abo da. Seid ihr interessiert an hier so Jugendgolf, überhaupt an Golf? Es gibt immer mal wieder Golf-Vlogs, gerade im Sommer bin ich sehr aktiv beim Golfspielen, auch jetzt als Jugendwart oder selbst als Mannschaftsspieler. Und jetzt mache ich mal gerade die Windböe ab. Also wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Keine Ahnung, was kommt. Macht's gut, haut rein und tschüss. Auf ein paar schöne Szenen von der Rückfahrt mache ich noch für euch.